Nein, zwei. Zwei? Ja. Also. Man hätte mir gesagt zwei, dann sind es zwei, oder? Dann sind es zwei. Du bist schon als Spieler hier in Tegernsee. Und ist es eine spezielle Rückkehr als Trainer jetzt hier? Nein, es ist speziell, weil das letzte Mal, als ich hier war, bin ich abgereist mit dem Helikopter, weil ich die Geburt von der Tochter hatte. Also das ist eigentlich die grösste Erinnerung an Tegernsee. Du hast den Spieler gestern den Nachmittag freigegeben. Bist du dann voll zufrieden mit den Spielen, mit den Leistungen bisher? Ja, im Großen und Ganzen ist das sehr gut, aber es geht mehr ein bisschen um Trainingssteuerung, um ein bisschen schauen, wie müde sind sie, wie ist Belastbarkeit noch vorhanden. Dann habe ich lieber, dass man mal ein Training auslässt und dafür am nächsten Tag wieder Belastung kann erhöhen kann. Die letzte Frage noch. Okay, nochmal. Beim Beobachten von den Trainings nimmt man eine super Stimmung in der Mannschaft wahr. Siehst du das auch so? Ich sehe das auch so, ja. Was mich überrascht ist auch, dass nicht so eine Lagerkolle vorhanden ist oder irgendwie, dass du das Gefühl hast, dass das Trainingslager zäh ist. Ich muss sagen, dass es ein kurzweiliges Trainingslager ist, aber es gibt auch zwei, drei Sachen, die mir gar nicht passen. Zum Beispiel? Das behalte ich für mich. Die letzte Frage jetzt. Der Fabian Frey ist gestern bei uns im Interview gesehen, hat auch über Verantwortung geredet. Ist auch der Dienstälteste in der Mannschaft. Ist wahrscheinlich die logische Wahl als Captain? Logisch ist gar nicht. Aber es ist ja so, dass aus dem Mannschaftsrat sicherlich einer vom Mannschaftsrat Captain wird. Das ist ja so, ja. Danke vielmals. Danke. Merci. Gut, merci. Danke. Danke.